Unterwegs trafen wir durch Zufall Rolf, oder wie er sich nennt, Trabi Rolf. Mit seinem Trabant 601, Baujahr 1975 und 28 PS hat er Afrika durchquert. Natürlich nutzen Dennis und Werner die Gelegenheit für einen Plausch unter Abenteurern. Das ist eigentlich hier genau das Auto für Afrika. Leicht zu handeln, wartungsarm, die Leute freuen sich drüber. Wenn sie nicht gleich verstehen, was der Trabi ist, sage ich, it's the German answer to the Mr. Bean car. Da muss selbst der grimmigste Polizist lachen. Und du siehst, ich bin durchgekommen. Die Reifen werden jetzt langsam knapp. Zweimal ist mir die Achse gebrochen. Ach, Defekte. Das ist mir nur zweimal passiert, solange wie ich Trabi fahre, dass mir der Sitz zerbrochen ist. Einmal, wo ich Trabi-Weitsprung gemacht habe, klar, wenn der unten aufknallt, da ist mir der Sitz zerbrochen. Und hier hat das auch so gerumpelt und geholpert. Jetzt ist mir hier die Sitzlehne gebrochen, die habe ich jetzt getaped. Warum warst du unterwegs? Was war das Ziel der Aktion? Darf ich dir mit John Wayne antworten? Manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Als ich damals Junge war, habe ich den Film hier gesehen mit Hardy Krüger und John Wayne, Hatari, wie die damals mit den Land Rovern da durch die Serengeti hier brettern sind. Habe ich gedacht, toll. Ja, heute wissen wir es, weißt du, mit Land Rover kann das jedes Weichei. Aber mit dem Trabi durch die Serengeti brettern, das ist es, du. Das ist besser als Bungee Jumping und alles. Hier oben war mal alles voll mit vollen Benzinkanistern, mit Reservereifen. Aber der Busch und der Dschungel, der zerrt und zerrt und zerrt. Aber alles, was wichtig war, kam an. Das Schlimmste ist eigentlich auf der anderen Seite, kommen wir mit, da habe ich einen Schuss noch. Tja. Das war in Kenia an der somalischen Grenze und ich hatte so das Gefühl, hier kommst du gerade so durch mit dem Trabi. Und als ich dann an dieser Linie war, jass gegeben wie so ein Bekloppter. Und wenn du so ungefähr 5 km/h fährst und mit dem Trabi jass gibt, dann springt der nach vorne wie eine Gazelle. Und der Trabi hoppte nach vorne und dann knallt es fürchterlich. Ich dachte erst hier, mein Seitenaufprallschutz und gleichzeitig Trittbrett ist gegen so Stein gewummert, habe aber auch gleich gesagt, die Schweine haben auf mich geschossen. So. Und dann bin ich erst einmal noch weiter gefahren und so nach 15 Kilometern hatte ich wieder irgendein Klappern und Knallen, was so, ich steige aus, laufe ums Auto rum, sehe das hier und hier dahinter hatte ich nun auch noch meinen Proviant. Gulasch, Sherileti, Rotwein und das suppte hier alles so rot raus wie Blut. Als ich das sah, mir wurde so weich und wummrig in Knien, ich habe mir erst einmal hingesetzt und mir war schlecht. Und später habe ich dann mal im Fernsehen von einem Polizisten gehört, auf den haben sie auch geschossen, auch nicht getroffen. 2 Jahre lang hat er sich krank schreiben lassen. Ich hatte 20 Minuten Zeit, mich zu beruhigen, mich einzukriegen. Denn sonst hätten sie mich ja wirklich noch gekriegt. Ja, jetzt bin ich hier. Und jetzt gebe ich eigentlich an mit dem Ding. Das hier ist der Ersatzmotor. Da habe ich einen Krümmer abgebaut, habe einen Vergaser abgebaut. Das sind alles Teile, die an anderen Stellen des Autos liegen, um hier die Masse nicht auf einen Punkt zu konzentrieren. Übrigens, deine Frage, warum ich mit dem Trabi hier rumfahre, na glaubst du, dass ich den in Deutschland durch ASU und TÜV kriegen würde? Mein Nummernschild OK. Eine sehr exotische Region. Eigentlich hatte ich immer gedacht, die exotischen Regionen sind so Okavango. Aber ich habe festgestellt, selbst in Deutschland weiß keiner, was OK ist. OK ist der Ore-Kreis. Und da ist es richtig gut. Weil ich da den Governor, den Landrat und den Bürgermeister gut kenne, haben die mir dieses geile Kennzeichen hier vermacht. Okay, okay. Und 345, 345, das ist die Vorwahl von Halle.
Wie viele Kilometer hat das Fahrzeug hinter sich? Ich denke, es sind ungefähr so 15.000 Meilen, nee, 10.000 Meilen, 15.000 Kilometer. Also jetzt hier in Afrika, 80.000 Kilometer stehen auf der Uhr. Wie geht es jetzt weiter mit dem Fahrzeug? An Victoria Fällen sitzt ein Sachse, der hat das No-Name-Camp und der will den Trabi als Werbefahrzeug und der kennt sich mit den Zollleuten und den Zollgesetzen gut aus. Und er hat mir ein paar Diamanten und ein bisschen Goldnuggets angeboten. Wenn er den Trabi kriegt, dann wäre ich doch bescheuert, wenn ich jetzt hier nicht die 1000 Meilen zurückfahre und dem den Trabi überlasse. Ich mache ja auch eins auf den Spuren von Paul Graetz. Paul Graetz war ein Sachse. Das ist der Erste, der Afrika mit einem Auto von Ost nach West durchquert hat. Von Dar es Salaam nach Swakopmund. Und jetzt habe ich für dich noch was ganz Geiles. Warte, die Türe zu.